Die Bahn hat gestern erklärt, zu Personalspekulationen aller Art nehmen wir keine Stellung. Herr Pofalla hat gar nichts erklärt und ich spreche hier für die Bundesregierung. Und da Herr Pofalla der Bundesregierung nicht mehr angehört, habe ich auch hier nichts zu erklären. Ich habe den Äußerungen von Herrn Streiter nichts hinzuzufügen. Das Gleiche muss ich fürs Wirtschaftsministerium sagen. Das, was Sie als Personalie bezeichnen, ist im Moment eine Personalspekulation. Und dazu müssen sich äußern Herr Pofalla oder die Deutsche Bahn AG. Ist der Übergang des Kanzleramtsministers in die Lobbyabteilung der Bahn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, ein angemessener Übergang? Also ich würde jetzt mal spontan dazu sagen, dieser Koalitionsvertrag bezieht sich auf die Arbeit dieser Bundesregierung. Und Herr Pofalla gehörte der letzten Bundesregierung an, gehört dieser Bundesregierung gar nicht an. Grundsätzlich würde ich mich jetzt auch den Worten von Herrn Özdemir von heute Morgen anschließen, der gesagt hat, ein Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik ist grundsätzlich kein Fehler. Ich habe darüber keine eigenen Erkenntnisse. Wenn ich sie hätte, könnte ich sie Ihnen auch nicht mitteilen. Wenn das so wäre, würde sich die Bundesregierung darüber einen Gedanken machen und sich dann gegebenenfalls dazu äußern. Wie oft und in welcher Form war denn Herr Pofalla mit Themen befasst, die mit der Bahn zu tun hatten? Das weiß ich nicht, was er da in den letzten 4 Jahren genau gemacht hat. Also ich glaube, natürlich in seiner Eigenschaft als Kanzleramtsminister hat er es mit dem gesamten Spektrum der deutschen Politik zu tun. Ja? Aber ich glaube nicht, dass er jetzt der Spezialist für Eisenbahnen im Kanzleramt war. Ja? Herr Streiter, ich muss bekennen, dass ich von dem, was ich in der letzten Viertelstunde gehört habe, fast verwirrter bin als vor der Bundespressekonferenz.